Herzlich willkommen jetzt zu meinem letzten Part meines 100 Abonnenten Specials. Diesmal mit. Shorty Cuba. Genau. Du bist ziemlich leise, wie ich gerade feststelle. Ich muss mal. Bin ich leise? Na, jetzt nicht mehr. Gut. Ich bin leise, ich bin Shorty Cuba. Nein. Ja, doch, eigentlich schon egal. Ja, habe ich dir das Prozedere eigentlich schon erklärt? Ich glaube schon, Erklärt, ne? nein, hast du nicht. Nein, erklärt nein. Du musst eine Frage nicht beantworten, wenn sie dir nicht gefällt. Das ist eigentlich das Einzige, was zu beachten ist. Fragen wir also zunächst einmal nach deinem Vornamen, deinem Nachnamen und deinem Alter, sowie deinen Hobbys. Uiuiui, jetzt bin ich schon überfragt. Ei. Ja, wie ihr vielleicht auf meinem Kanal schon sehen könnt, Florian Kurzweil. Mittelname steht, glaube ich, auch dabei. Das müsste ich selber nachschauen. Bin 19 Jahre alt und werde um März 20, 24. März, wer es genau wissen will. Hobbys. Was sind meine Hobbys? Ja. Außer vielleicht Games zocken, vielleicht auch noch zeichnen, wer es noch nicht weiß. Obwohl ich leider nicht mehr wirklich dazu komme. Ja. Sonst würde mir jetzt nicht direkt was einfallen. Okay, zum Zeichnen hätte ich noch eine kleine Frage. Dein Profilbild, hast du das eigentlich selbst Nein, gezeichnet? leider nicht. Okay. Ich Ja. wäre in der Lage dazu. Das könnte ich auch so sagen. Eine Frage, die ich so noch schnell dazwischen werfen möchte, ist eigentlich, du glänzt zurzeit eher durch Abwesenheit auf YouTube. Kannst du den Zuschauern erklären, warum und wie lange das jetzt vermutlich noch so sein wird? Ja, das kann ich natürlich sagen. Also es wird jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen so sein, dass ich nicht mehr wirklich so voll anwesend bin. Es wird dann wieder aktiv losgehen, nur ich muss euch leider auch enttäuschen, dass es Phasen geben wird, wo ich auch wahrscheinlich nichts hochladen werde, weil es dann mit meiner Jobsuche etc. losgehen wird und dass ich auch ausziehen werde etc. etc. Es wird auch etwas stressig für mich, aber ich werde mich bemühen, wieder aktiver zu werden. Okay, heute ist der 3. Dezember 2010. Vor einem Jahr hast du laut deinem Kanal mit dem Let's Play angefangen. Das stimmt. Das stimmt. Ich kann Uploads. Das ist Load more. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, Was ist die Frage dazu? Entschuldigung, nein. Also, was denkst du, wie ist dieses Jahr für dich gelaufen? Wie fandest du es? Warst du zufrieden? Also, wenn ich ehrlich sein soll, ich habe überhaupt nicht einmal damit gerechnet, dass ich in irgendeiner Richtung, in irgendeiner Art und Weise in die Richtung kommen werde, in die ich gekommen bin, dass ich so viele Let's Player-Kollegen dazu bekommen habe, dass ich generell erst so tief eingetaucht bin in die ganze Szene, dass ich, also mein Hauptziel war es, generell einmal, mein überhobenes Ziel war, 1000 Abonnenten zu bekommen. Ja, das hast du ja wohl definitiv geschafft. Boah, ein bisschen, ja. Ja, nur ungefähr das Doppelte. Ja, ungefähr. Das 2,618-fache. Ja, okay, also ganz genau. So, dann kommen wir zu den normalen Fragen, sagen wir es so. Zunächst einmal, was war deine allererste Konsole, auf der du jemals was gespielt hast? Ach du heilige Scheiße. Zählen noch Handhelden? Ja. Dann war es der normale Gameboy. Okay, und mit welchem Spiel? Tetris. Ach, der Standardklassiker, okay. Warte, nein, das war nicht Tetris. Tetris war das zweite. Ach Gott, was war das erste? Wie heißt das? Spanky. Okay, das Spiel sagt mir nun nichts, aber... Spanky ist cool. Kleiner Affe mit Bubbelblasen. Okay. Welches Genre bevorzugst du in deinen Spielen? Ja, generell nochmal Fantasy-Rollenspiele. Und ja, es lässt sich halt nicht immer so leicht Let's Playen, wie man vielleicht sieht. Aber generell, was sich gut Let's Playen lässt, von dem, was ich so gerne Let's Playen würde, sind Action-Adventure-Games. Okay, ein Jahr ist es jetzt her. Kannst du dich trotzdem an deinen ersten Abonnenten erinnern? Ja, Cerberus. Und er schreibt mir heute noch.
Wann hast du, ja, das, nein, nicht wann, sondern wie kamst du zum Let's Playen? Wann du angefangen hast, wissen wir alle inzwischen. Ja, also der Grund Ja. jetzt dazu. Ja, okay, der Grund, der hauptsächliche Grund ist, warte, wer war das? Batman 9502, wer vielleicht diesen Let's Player kennt. Ich habe damals, wie ich noch nicht überhaupt einmal gar keine Ahnung hatte von Let's Plays, habe ich mal nach Grandia 2 gesucht, weil ich nie das Spiel durchgespielt hatte, weil ich es irgendwann einmal verloren habe. Ja, ich weiß nicht wie, fragt nicht wieso. Ich wollte halt wissen, wie es ausgeht, weil ich kurz vor Ende war und da habe ich eben das Let's Play von ihm gesehen. Es war laufend. Das heißt, ich habe live mitgesehen, wie er es noch beendet hat. Es hat mich einfach so sehr gefreut, dass ich mich noch weiter erkundigt habe. Habe dann bei Nintendo Caprice an weitergeschaut. Und im Endeffekt habe ich dann auch noch herausgefunden, dass es eine deutsche Community jetzt dazu gibt. Und deswegen habe ich mich dann halt auch noch dazu entschieden. Es war im Grunde die Idee eines Freundes, dass ich wirklich damit anfange, weil ich nicht wirklich ein Projekt dafür hatte. Das allererste Projekt, wer es nicht weiß, ist bei mir Tales of Symphonia Dawn of the New World. Auch wenn das erste beendete Projekt Minish Cap war. Das hat andere Gründe. Okay, was bedeutet Let's Play persönlich für dich? Let's Playen ist für mich erstens einmal meine Freude des Spielens zu überbringen. Das heißt jetzt nicht, ihr schaut nur zu, wie ich mich freue, ich zocke. Nein, mir geht es auch darum, dass ich den Leuten gewisse Dinge erkläre, die ich, so wie ich in Tales of Symphonia Dawn of the New World es versucht habe zu überbringen, Tipps und Tricks beizubringen den Leuten, vielleicht hier und da hilfreiche Sachen, wie ich das Spiel kapiere, wie ich das den Leuten weiterbringe. Es gibt nämlich viele Leute, die ein Spiel nicht kaufen wollen, nur weil sie es nicht kennen. Oder nur weil sie die Story nicht so gut finden, aber das Gameplay halt eben nicht kennen. Ich finde generell, das ist einfach nur für die Leute gut, die sich nicht ganz so sicher sind, ob sie die Spiele kaufen wollen, ob sie sich überhaupt einmal anschauen wollen. Das ist einmal der erste Eindruck, finde ich, für ein Spiel. Ist das Let's Playen von uns. Ich sehe nämlich immer wieder, wie die Leute, wenn sie meine Let's Plays schauen, dass sie es danach auch irgendwann einmal kaufen. Es ist im Grunde sowas wie eine Werbung, könnte man fast sagen. Okay. Deswegen werden ja auch unsere Videos nicht gesperrt. Das ist der Hauptgrund, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Was macht dich einzigartig in der Let's Player-Gemeinschaft? Ich möchte mich nicht einzigartig nennen. Wüsste auch nicht, wie ich mich einzigartig schätzen könnte. Ach doch, Keine Ahnung. irgendwo ist auf jeder seine Art doch irgendwo einzigartig. Ja, ich kann jetzt nicht Boomerang sagen, das ist jetzt einfach. Ja, Boomerang! Nein, aber es ist. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich es noch irgendwann herausfinden. okay. Sitzt du eigentlich mehr vor dem PC oder bist du mehr mit Freunden irgendwo unterwegs? Ich sitze grundsätzlich sehr oft hinterm PC. Und hauptsächlich hinterm PC. Grundsätzlich auch bei dem Wetter jetzt. Wer will bei dem Wetter raus? Ich gehe gerne raus. Okay, bau dir einen Schneemann und schräg ihn. Nein, ich mag einfach nur Schnee, deswegen. Ja, Schnee. Okay. So schön heiß. Okay, egal, sorry. nein. So, kommen wir zu deiner Community. Zunächst einmal, was ich vorher gerne noch wissen möchte, kennst du deine aktuelle Abonnentenzahl? Und jetzt auf deiner YouTube-Seite rumzugucken. Ja, ohne. Das ist jetzt schon zu spät. Warum wusste ich das? Weil Ich ich hab. vorhin schon gesagt habe, 2,618. Da hast du sogar recht. Okay, Entschuldigung, mein Fehler. Bin doch schon still. Oh. Darf ich was trinken? Ja, natürlich. Zu spät. Wäre schlecht, wenn du mich hier vom PC verdursten würdest. Dann könnte ich dich nicht mehr befragen. Okay, was ist dir wichtiger? Zuschauer oder Abonnenten? Zuschauer. Von den zwei Optionen, die du jetzt genannt hast. Also generell ist mir wichtiger das Feedback. Ja, das verbinde ich eigentlich automatisch mit dem Zuschauer. Ja, okay, gut, dann haben wir das richtig rübergebracht. Okay, und warum jetzt? Weil ich Videos hochstelle, damit sich die Leute auch was dazu denken und nicht, dass ich es einfach hochlade, damit die Leute mich einfach abonnieren und ja, hallo, tschüss, aus, Ende. Kein Kommentar schreiben. Schön, dass es da war, das Video.
Warum glaubst du, bist du so beliebt unter deinen Zuschauern? Vielleicht wegen der Stimme, ich habe ehrlich keine Ahnung, wie sich das entwickelt hat. Grundsätzlich hat sich's anscheinend so entwickelt, dass andere Leute mich weiterempfohlen haben, die mehr Abonnenten hatten. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, wieso es sich anfangs so publiziert hat bei mir. Da schreiben immer wieder Leute etwas wegen meiner Stimme. Echt? Grundsätzlich weibliche Zuseher. Und das macht mir teilweise Angst. Warum macht dir das Angst? Ja, es hat seine Gründe. Okay, Ich ja. Nerven dich deine Zuschauer manchmal mit ihren Kommentaren? mit Besonders die den Kommentaren, weiblichen? mit den Kommentaren Mit nicht. ihren Kommentaren? Ich sag einmal mit den privaten Nachrichten. Okay. Da gibt es eines zu bemängeln, aber vielleicht kommen wir da noch hin. Nein, also auf die PNs gehe ich gar nicht ein, weil die sind in der Regel Privatsache, deswegen. Ja. Wenn du uns das erzählen möchtest, immer raus damit. Wir freuen uns alle. Ja, ich sage nur eins, ich bin kein Computertechniker. Bloß weil ich mit einem Grabber aufnehme, weiß ich jetzt nicht alle Probleme, die es gibt. Oh Gott, Schande über mich. Passt schon, passt Nein, schon. mich hat irgendwie heute auch einer gefragt und ich habe ihn auf dein Tutorial verwiesen. Oh je. Jetzt weiß ich, woher das alles Das war der kommt. Erste. Okay. Wie verfährst du mit Zuschauern, die deine Let's Plays nicht mögen und es auch noch groß in die Kommentare schreiben? Wenn es den Leuten nicht gefällt, dann ist das deren Sache. Ich zwinge keinen dazu, dass sie meine Videos schauen sollen. Wenn sich jemand aufregt in den Kommentaren, im Sinne von, du bist scheiße, halt deine Klappe, dann wird das gleich einmal weggelöscht, weil sowas möchte ich nicht sehen. Dass generell, wenn auch noch zum Beispiel Chainsaw Man 16 bei mir dabei war, es hat Kommentare geben gegen Chainsaw 16, das hat mich extremst aufgeregt, einfach nur. Und das hat ihn auch aufgeregt, das hat man also gemerkt. Ihr seid ein ziemlich gutes Team, wie ich jedes Mal wieder finde. Ich finde, ihr passt so ein bisschen. Ihr seid zwar von der Art, wie ich finde, ziemlich gegensätzlich, aber okay, meine persönliche Meinung gehört ja gar nicht her. Deine Meinung gehört in den Mistkübel. Wie bitte? Ja, das habe ich akustisch gerade nicht mitbekommen. Ja, deine Meinung gehört in den Mistkübel, habe ich gesagt. Okay. Einen gelben Mistkübel. Machen wir einfach weiter. Wann abonnierst du andere Leute auf YouTube? Wenn ich mir die Videos von den Leuten anschaue. Generell, wenn mich etwas interessiert von diesen Leuten. Ich bin jetzt nicht einer, der, wenn ich abonniert werde, dass ich diese Person abonniere. Es gibt gewisse Videos oder gewisse Let's Play, von denen ich mir anschauen will, wie sie sich entwickeln. Und das sind Leute, die ich abonniere auch. Okay, jetzt hast du mir mit einer Frage schon vorgegriffen, aber okay. Wie würdest du deine... okay, die Frage ist jetzt etwas blöd gestellt. Würdest du dich als Anfänger freundlich einstufen? Also zum Beispiel, wenn dich Neulinge fragen, ob du ihnen in irgendeiner Art und Weise helfen könntest? Oder bist du da eher einer, der sagt, lasst mich einfach in Ruhe und macht euer eigenes Ding? Also um ehrlich zu sein, ich bin schon von sehr vielen Leuten privat angeschrieben worden, also auch mit privaten Nachrichten, das darf ich auch so sagen, dass sie um Hilfe ersuchen. Und damit meine ich jetzt nicht Grabber-Hilfe. Das hat nichts damit zu tun, ja, schön, kein Bild. Ich habe im Video sogar extra dazu gesagt,